Hallo YouTube, bla 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 bla, lasst einen Daumen nach oben da, bla bla bla. Wir reagieren heute auf die heftigsten Sprünge aller Zeiten. Es gibt Menschen, die immer wieder die Grenzen des Möglichen ausreizen wollen. Zum Beispiel ich mit der Amount of Lustigkeit, die ich habe in jedem Stream. Wo andere schon Angst bekommen, wenn sie nur in den Good one, Bro. Abgrund blicken, lieben sie es, sich sogar selber in die Tiefe zu stürzen. Willkommen bei Wissenswert. Heute stellen wir euch Bassjumper, Skispringer und andere Adrenalin-Junkies vor, die mit unglaublichen Ey, no joke, diese Leute mit diesem komischen Suit, wo man hier so diesen Fallschirm dazwischen hat, wisst ihr? Wirklich, du kannst mir sagen, Leute, die Fallschirm springen aus dem Flugzeug, okay, sehe ich. Leute, die Bungee-Jumping machen, okay, Bruder. Leute, die Cliff-Jumping machen, okay. Aber diese Leute mit diesem komischen Anzug, Digga, ihr habt doch einfach einen verfickten Schaden, Junge. WTF. Wingsuit-Flügen, Sprüngen aus gigantischen Höhen und vielen anderen mutigen Leistungen, oh, alle beeindruckten. Digga. Legen wir direkt los mit dem Video und beginnen mit einem verrückten Sprung des italienischen Bassjumpers Uli Emanuel. Vor einigen Jahren begab er sich mit einem Wingsuit in die Schweizer Alpen. Oh mein Gott. Sein Ziel war es, Gott, mit dem Anzug... Digga, er will da durchfliegen? Durch eine knapp 2,5 Meter breite und nur 4 Meter hohe Felsspalte zu fliegen. Digga, das Manöver zählt so zu einer der schwersten im Bereich des sogenannten Wingsuit Proximity Flying, bei dem man möglichst nah an Hindernissen oder am Untergrund vorbeifliegt. Emanuel wagte... Ey, cooler Sport. Imagine, der Sport, den du machst, ist einfach einer, wo man einfach mit Vollspeed ganz nah an Dingen vorbeifliegt. Ey, Dicker, richtig geiler Sport auf jeden Fall, Jungs. Holy shit. Den Sprung und dem Italiener gelang es tatsächlich, präzise auf die Felsspalte ja, was zuzusteuern. Er flog so fucking durch. Stein vorbei. Vor allem in der Wiederholung wird deutlich, wie knapp sein Flugmanöver eigentlich wirklich war. Bis What the fuck, Alter? Digga, ihr seid einfach nur Junkies, Digga. What the fuck? Heute zählt die Aktion zu den beeindruckendsten Wingsuit. Sollen wir machen nächste Woche? Ja, Chat, nächste Woche, das ist der nächste IRL-Stream. Weiter geht's mit einem verrückten Sprung des US-Amerikaners Bob Burnquist. Dem ein oder Kelcona. Anderen wird Burnquist vor allem durch seine Skateboard-Fähigkeiten ein Begriff sein. Und auch der Sprung, um den es geht, hat mit Skaten zu tun. Digga. Für die Serie Stunt-Junkies... No joke, sorry, dass ich tausendmal anhalte. Aber wie können Leute so Skateboard fahren und ich krieg's nicht mal hin, auf diesem Parkplatz da von Nico und Tim einen fucking Ollie zu machen mit Spendi? Kann mir das jemand erklären? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde, bei Leuten, die richtig gut Skateboard fahren, das sieht immer so aus, als hätte man irgendwie, weiß ich nicht, so Uhu Patafix unter den Schuhen. Wie hält dieses Skateboard an euren Schuhen? Einen abgefahrenen Traum erfüllen. Und zwar einen 50-50 Grind in den Grand Canyon zu machen. Digga. Dafür wurde extra eine Rampe an der Kante der berühmten Felsformationen aufgebaut. Bro. An deren Ende eine Stange war, auf der Burnquist dann in den Grand Canyon grinden kann. Wait, was ist genau ist ein 50-50? Dass man einfach so drauf steht quasi und dann so macht? Ich bin auf der Suche nach gutem Content. Hast du Tipps? Ja, schon mal bei Vini vorbei. Lass mal, so? Ist es das einfach? Digga, what the fuck, Alter? Ende eine Stange war, auf der Burnquist dann in den Grand Canyon grinden kann. Sein Ziel war es, mit einem Fallschirmrucksack abzuspringen und dann zwischen den Felsen langsam zu Boden mit Fallschirm, Pussy. Zu gleiten. Doch sein erster Versuch ging schief, da Burnquist die Rail verpasste und sich... Oh, ich dachte, er kommt mir den Latz auf. Oh mein Gott. Unkontrolliert Alter, zu drehen. Imagine, da bauen so 10.000 Leute da so dir so ein Ding auf und du fährst da hoch und beim ersten Sprung landest auf den Latz. Begann. Glücklicherweise konnte er noch rechtzeitig den Fallschirm... Und fährst dann so also nach vorne runter, Junge. ...öffnen und sicher landen. Trotz des wenig erfolgreichen Tests wagte es der Skateboarder erneut. Diesmal schaffte er es wirklich, mit einem Grind in den Grand Canyon zu springen. Und auch sein Fallschirm sieht schon nice konnte aus. Er völlig kontrolliert sieht und schon sicher nice öffnen. Sieht schon Machen nice wir aus. Weiter Holy mit shit. Einem Weltrekord. Crazy, und zwar einem Sprung aus stolzen 11 Metern Höhe in einen Pool, der gerade einmal 30 Zentimeter hoch ist. Digga, solche Dinge können nur in Amerika passieren. Bei einem solchen Sprung ist vor allem die richtige Landung entscheidend, da ein falsches Aufkommen... Stabiles Stock-Footage an der Stelle, danke. ...bei einem so kleinen Wasserbecken schnell mal gefährlich werden kann. Nur wenige trauen sich an das sogenannte High-Shallow-Diving ran. Doch Professor Splash, der mit... Muss man auch gar nicht dazu sagen. Weißt du, wenn da ein Typ steht und Professor Splash heißt...
echtem Namen Darren Taylor heißt, performt regelmäßig einen High Shallow Dive. 2011 brach er sogar seinen eigenen Weltrekord, als er in Norwegen aus 11 Metern Höhe in das kleine Planschbecken sprang. Was? Die machen einen Bauchklatscher da rein? Seid ihr dumm? Technik, um den Sprung unbeschadet zu überstehen, besteht daraus, sich bei der Landung möglichst breit zu machen, um die Aufprallfläche zu vergrößern. Durch die größere Körperfläche wird Taylor schnell durch das Wasser gebremst. Und auch wenn es aus 11 Metern nicht angenehm ist, frontal ins Wasser zu fallen, so ist es allerdings deutlich sicherer. Digga, WTF? Weiter geht's mit einem... Mich würde mal interessieren, meint ihr, der hat danach so Verletzungen und Shit? Meint ihr, der hat dann so für fucking 4 Wochen... Also, weil, das habe ich gerade überlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass man so übelst Verletzungen hat danach. Und blaue Flecken. Und dann ist halt die Frage, wie übt man sowas? Also, weißt du, wie ich meine? Du kannst ja nicht jede Woche sowas üben, wenn du da immer halben Armbruch hast oder so. Heftigen Sprung, der so wohl in einem normalen Schwimmbad niemals möglich wäre. Denn Klippenspringer Carlos Gimeno wagte sich vor einiger Zeit auf diesen 25 Meter hohen Turm, der extra für ihn errichtet wurde. Vor zahlreichen Zuschauern macht er dann einen Handstand auf der Plattform und lässt sich kopfüber nach hinten fallen. Alter. Nach mehreren Drehungen Bruder, wenn ich das schon sehe, Digga, muss ich landete los. Gimeno dann unversehrt im Wasser. Krank. Das Unglaubliche ist, auch wenn der Springer es so einfach aussehen lässt, so war der Fall sehr gefährlich. Kurz vor dem Eintauchen wurde Giminos Geschwindigkeit auf 100 km/h gemessen. Was? Seine gerade Haltung schützte ihn jedoch, da er so seine Körperfläche auf ein Minimum reduzierte. Doch es... Als ob du da mit 100 km/h runterrasselst, Dicker. Ey, no joke, kannst du auch nicht mehr sagen, dass das einfach nur ein guter Sportler ist. Solche Leute haben einfach... Digga, die haben einfach eine Sucht nach Adrenalin. Kannst du mal erzählen, was du willst. Das ist eine legit Sucht, eine sehr gefährliche sogar. In den 1980er Jahren veranstaltete der amerikanische Sender ABC im Rahmen einer Sportserie einen Turmspringcontest. Anders als beim klassischen olympischen Turmspringen ging es bei dem Turnier vor allem um die Höhe, aus der gesprungen wird, statt um die Ausführung. Dinge. 5 mutige Athleten trauten sich aus unfassbaren 52 Metern Höhe in einen Pool zu springen. What's your feeling? Are you gonna do it or are you gonna walk down? Guck mal, ihr müsst euch überlegen, der Typ ist da irgendwie, wie hoch ist der? Wie hoch ist der Typ, Chad? Okay, der Typ ist 52 Meter in der Luft, ja? Und ich wette, sein Interview ist weitaus besser als das, was ich mit Chess.com geführt habe. Es ist insane, ich bin pissed. Oh no, I'm gonna do it. No doubt, huh? No doubt. Diese fragten den Springer, ob er sich auch wirklich wohlfühlt oder doch lieber wieder runtersteigen möchte. Winters erklärte sofort, dass er auf jeden Fall springen will. Und tatsächlich wagte er es, unter Beobachtung seiner Frau und seiner beiden Kinder, sich in den 52 Meter entfernten Pool zu stürzen. Genau eine Umdrehung macht Winters, bevor er dann unversehrt ins Schwimmbecken eintaucht. Sega. Der nächste Sprung, den wir euch präsentieren, lässt selbst Stunt-Profis wie Felix Baumgartner ziemlich... Wie er das so rausfällt, einfach so... Das ist richtig low. Holy shit. Der Sprung, den wir euch präsentieren, lässt selbst Stunt-Profis wie Felix Baumgartner... Als er es rein editiert. ...ziemlich alt aussehen. Denn was Motocross-Fahrer und Nitro-Circus-Star Travis Pastrana im Jahr 2007 wagte, war wohl eine der gefährlichsten Aktionen, die im Extremsport überhaupt möglich ist. Hab ich sehr er sprang geguckt. Nämlich aus einem Flugzeug. Und zwar ohne Fallschirm. Bis auf eine Badehose trug Pastrana gar nichts. Ganz lässig trank er zu Beginn sogar noch eine Dose Red Bull. Obvious, was auch sonst. Ließ sich zusammen mit seinen Freunden fallen. Diese. Oh mein Gott, ey, no joke. Ich weiß, es kommt übel rüber, als würde ich geisteskrank overacten, aber kennt ihr das nicht, wenn ihr so jemanden seht? Ich kenne das bei mir vor allen Dingen, wenn Leute beim Skateboarden auf die Eier fallen, so. Kannst du oder allgemein, wenn Leute auf die Eier fallen, so, dann fühle ich diesen Schmerz und diese Angst und. Oh, Digga, wenn ich das schon sehe, Digga, das macht mir einfach mega Angst, Alter, no joke. Verfügten allerdings über Fallschirme und versuchten Pastrana in der Luft zu sichern. Wie locker und entspannt die Beteiligten bei dem waghalsigen Sprung waren, zeigt sich vor allem bei dem Manöver, bei dem Pastrana festgehalten werden soll. Ein Fallschirmspringer setzt sich auf seinen Rücken und klatscht ihm auf das Bein, als wäre er ein Pferd. Dieses Commentary. Bro, ja, ich hab's auch gesehen. Danke für die Erklärung. Als sich der Fallschirm dann ruckartig öffnet, konnte sich der Extremsportler endlich festhalten und anschließend langsam und sicher zu Boden gleiten. Digga, doch selbst diese schaden. Aktion konnte noch übertroffen werden. Und zwar von Skydiver Luke Akins. Der US-Amerikaner gilt als einer der besten und erfahrensten Fallschirmspringer der... Der
Sieht aus wie ein Schauspieler irgendwie. Der Welt und trainiert schon seit vier, vielleicht zu Adam Sandler oder so? In Jahren andere Skydiver. Nachdem er zum 18.000. Mal Sandler, einen oder? Sprung erfolgreich absolvierte, wollte Akins die Grenzen des Möglichen ausreizen. Oh, Dicker, imagine, ihr steht an diesem Flug. Oh mein Gott, Alter. Ey, ich weiß nicht, ob ich Höhenangst habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Also ich habe keine Angst vor Fliegen oder so, aber... Digga, imagine, ihr steht da. Sprang in 7600 Metern Höhe aus einem Flugzeug. Genau wie Pastrana ließ auch Akins den Fallschirm weg. Doch er ging noch einen Schritt weiter. Statt von anderen Fallschirmspringern in der Luft getragen zu werden, ließ sich Luke Akins tatsächlich einfach zu Boden fallen. Wait, what? Aber er hat schon überlebt, oder? Mitten im kalifornischen Simi Valley muss er von vier Kranfahrzeugen ein 30x30 Meter großes Netz spannen. Nicht dein Ernst. Die Sportler sind sowieso alle krank. Besonders wenn die von Red Bull gesponsert werden. Das ist nicht dein Ernst. Sein Ziel war es, Richtung Netz zu fliegen und dieses als Auffangmöglichkeit zu nutzen. Oh und Gott. Das gelang ihm auch. Digga. Akins fiel genau auf das Netz, das sich fast 15 Meter tief absenkte. Nee, wie der Springer selber erklärte, war es nicht nur sein Können, das ihm die sanfte Landung ermöglichte. Ein Helfer steuerte nämlich während des Sprungs auch noch die Spannkraft des Netzes und löste diese kurz bevor Akins landet. Und dann stell dir mal vor, der kriegt so spontan Durchfall oder so, muss kurz mal auf Toilette für eine halbe Stunde. Ja, Bruder. Ja, ich springe jetzt. Und dann springt der Digga und ein Kollege geht erstmal kurz auf Toilette sprinten. Ja. RIP, Alter. Weißt du, den Tag vorher irgendwie einen übertrieben scharfen Burrito gegessen, wo er auf der Rückfahrt von dem Burrito-Laden nach Hause Schüttelfrost hatte. Ja, so wie ich immer. Und hatte dann das Aftermath nächsten Tag, Digga. Genau in dem Moment, wo er so kam hier, ey. Digga, what the fuck? Recht schmerzhaft werden können. Weiter geht's mit einer beliebten sportlichen Disziplin, bei der es vor allem auf sehr präzise Sprünge ankommt. Ich find's so satisfying. Und zwar dem Parcours. Das Team des YouTube-Kanals Storor beeindruckt immer wieder mit Videos, in denen Crewmitglieder sich mit viel körperlichem Einsatz durch urbane Gegenden bewegen und Hindernisse fast schon kunstvoll überwinden. Auch wenn das immer so richtig dumm aus, also so, das ist wahrscheinlich, also. Ich habe echt keine Ahnung, was ich sagen wollte. Lass uns einfach weiter gucken. Doch vor allem eine Aktion ist an Waghalsigkeit kaum noch zu übertreffen. Dort liefen sie auf den Dächern von bis zu 20... Boah, Digga, ey, Junge, ihr habt doch einen Schaden, Stockwerke Bruder. ...hohen Gebäuden und sprangen immer wieder über tiefe Hochhausschluchten hinweg. Weil so klemmten sie sich in enge Häuserspalten und rutschten diese elegant hinunter. Am beeindruckendsten sind aber die mehrere Meter weiten Sprünge, Digga, zwischen den Dächern der Stadt. Da viele Crewmitglieder bereits über 10 Jahre Erfahrung haben, besitzen sie eine so gute Koordination, dass sie jede Bewegung präzise steuern können und so auch mal zum Abgrund eines Hochhauses Boah, ey, sowas finde ich so, solche Shots sind so, Digga, wenden können. Alter, nee, ey, warum? Es gibt doch gar keinen Grund, um das zu machen. Ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Digga. Weiter geht's mit einem Skisprung der etwas anderen Art. Basejumper und Skifahrer Matthias Giraud begab sich 2009 auf den 2500 Meter hohen Berg Agile Croche in den französischen Alpen. Fucking zuvor Matthias. Versuchte jemand mit einem Basejump vom schwer erklimmbaren Gipfel des Berges zu springen. Giraud war nicht nur der Erste, der das wagte, er fuhr dabei sogar Ski. Und nicht nur das, während er auf die Klippe zufuhr, trug sich unter ihm lawinenartig der Schnee ab. Trotzdem manövrierte der Skifahrer noch gekonnt durch die Schneemassen und wagte den Absprung. Erst als er in der Luft Oh mein Gott, Digga. Puh, ey, auch wenn ihr einen Fallschirm dabei habt, what the fuck, Alter. Wird deutlich, welches Glück Matthias Giraud hatte. Denn die Lawine hatte inzwischen gigantische Ausmaße angenommen. Kommen wir zum Schluss noch zu einem Weltrekord. Und zwar dem höchsten Klippensprung aller Zeiten. Durchgeführt wurde dieser vom Schweizer Lasso Schaller, der aus einer Höhe von unglaublichen Lasso Schaller, Junge. 58,8 Metern in den Flusslauf des Madjors springt. Obwohl er kurz vor dem Aufkommen im Wasser unglaubliche 120 km/h erreicht, übersteht Schaller den Sprung völlig unversehrt. Das brachte ihm nicht nur viel Respekt, sondern auch einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Das war's auch schon mit uns. Ich fand jetzt nicht, dass das Krasseste war, Digga. Na, welchen dieser Sprünge fandet ihr denn am heftigsten? Wir sind mal auf eure Kommentare gespannt und sind alle ziemlich wahnsinnig. Als wäre das so ein Kommentar, was irgendwer schreiben würde. Bruder,
Als wenn du so Boomer auf YouTube unterwegs. Geiles Video, Dicker, das war richtig nice. Holy, holy shit. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, tschüss. You got to...